So richtig viel Schiffverkehr haben wir hier ja eigentlich, zumindest auf der Oberweser im Moment, wenn man sich das anschaut, nicht. Warum sehen Sie diesen Vorstoß vom Bundesverkehrsminister denn trotzdem als Problem an? Ich finde den extrem schwierig für uns. Es ist wohl wahr, wir haben schon kaum noch Wirtschaftsverkehr auf der Weser, also Lasten sehen wir ja kaum noch transportiert. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben sehr viel Fahrgastschifffahrt. Wir haben eine sehr erfolgreiche Flotte Weser und zum Tourismuskonzept des Weserberglands gehört, dass wir auch genau solche wunderbaren Fahrten anbieten können. Wir haben viel Freizeit- und Sportbootschifffahrt auf der Oberweser. Und wenn ich allein an die Tatsache denke, dass bei uns ja immer noch Kiesabbau ins Haus steht, der sollte laut Bodenabbauleitplan auch über das Wasser dann abtransportiert werden, dann kann ich nur sagen, das ist schon ein Fluss, der befahren werden wird. Und die große Sorge ist einfach, dass Herr Ramsauer und sein Ministerium aber auch gar nichts gelernt hat in dem einen Jahr. Denn die Pläne, die jetzt auf dem Tisch liegen, die sind genauso falsch wie die vor einem Jahr. Die Rückstufung ist die eine Sache, das andere ist ja diese Verwaltungsreform im Wasser- und Schifffahrtsamt. Jetzt will man ja allgemein eigentlich immer Bürokratie abbauen. Warum sind Sie denn gegen diese Änderungen, die da geplant sind? Das hängt unmittelbar zusammen. Es soll eine neue Behörde geschaffen werden, eine Generaldirektion in Bonn. Und insgesamt sollen 2500 Stellen eingespart werden bis 2023. Da kann man sagen, das muss immer wieder im öffentlichen Dienst passieren. Und ich bin die Letzte, die sagt, Reformen dürfen überhaupt nicht sein. Aber sie müssen mit Sinn und Verstand gemacht werden. Diese hier hat weder Sinn noch Verstand. Und die Runterstufung der Bundeswasserstraßen ist im Grunde genommen nur die Begründung dafür, dass jetzt diese Verwaltungen so dramatisch zurückgefahren werden. An der Oberweser betrifft es das Wasser- und Schifffahrtsamt Hann-Münden. Die sind zuständig für uns und die werden demnächst eine Außenstelle werden und sehr, sehr viel von ihrer Fachkompetenz verlieren oder abgeben müssen. Das ist eine große Sorge, denn ein Fluss wie die Oberweser will auch gepflegt sein, wenn er funktionieren soll. Aber spielt denn diese Behörde, diese Dienststelle an der Oberweser überhaupt noch eine so entscheidende Rolle jetzt im Moment schon? Ja, wenn Sie sich mal vorstellen, manchmal sieht man ja Baggerschiffe auf der Weser. Da wird eine Menge getan, damit der Fluss gepflegt wird. Denn die Weser würde, wenn man überhaupt nichts an ihr tut, ja gar nicht in diesem Flussbett bleiben. Das haben wir so geschaffen als Menschen und wir müssen dafür sorgen, dass es in Gang bleibt. Ich stelle mir mal vor, wir haben in der Vergangenheit ja auch extreme Hochwassersituationen gehabt. Wir haben es mit einem ungepflegten Fluss zu tun. Ich möchte das nicht erleben. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der Befahrbarkeit per Schiff. Ich finde, es ist eben auch eine, die weit darüber hinausgeht. Und deshalb möchte ich mal Experten auch versammeln und Betroffene an der Oberweser, damit wir die Dimension dieser Veränderung auch wirklich begreifen und richtig beurteilen. Auf der anderen Seite könnte man sowas ja vielleicht doch von irgendwo anders organisieren. Muss nicht einfach irgendwo gespart werden bei über 1 Billion Euro Schulden, die wir hier in Deutschland haben? Ja, ich sag ja, ich sträube mich überhaupt nicht gegen Sparen. Aber Fachleute meiner Fraktion haben ausgerechnet, wenn man eine solche Generaldirektion in Bonn neu aufbaut, ist das mit erheblichen Kosten verbunden. Diese neue Behörde wird Reisekosten verursachen in schwindelerregender Höhe. Und deshalb ist nicht einzusehen, dass man im Grunde so etwas als große Sparmaßnahme und Entbürokratisierung verkauft. In Wirklichkeit werden viele, viele Verwaltungsabläufe komplizierter, als sie jetzt sind. Und deshalb denke ich, Aufgabenkritik gern und gern auch neue Lösungen. Aber was vor einem Jahr von allen Experten als absolute Sackgasse ausgewiesen wurde, wird jetzt ein Jahr später erneut vorgelegt, ohne im Grunde die grundlegenden Änderungen wirklich gemacht zu haben. Und ich finde, da muss man Alarm schlagen. Sie wollen deshalb jetzt eine Oberweser-Konferenz organisieren. Was soll denn dabei genau rauskommen? Ich möchte gerne, dass Betroffene, und das sind ja eine ganze Menge Gemeinden und Landkreise an der Strecke, das sind ja Freizeit, Sportboot und eben gewerbliche Schifffahrtsvertreter zusammenkommen. Ich möchte gerne, dass wir Hochwasserexperten einladen und selbstverständlich das Ministerium und seine größte Behörde, das ist nämlich die Wasser- und Schifffahrtsdirektion. Ich denke, wer so einen wesentlichen Umbau machen will,
der muss sich Fragen vorher gefallen lassen nach Sinn und Zweck. Für Ihre Konferenz, haben Sie da denn schon so einen Zeitplan, wie das ablaufen soll? Ja, ich gehe davon aus, dass ich im September einladen werde. Es könnte ja sein, dass sich das Ministerium besinnt und den Sommer nutzt und solche Informationen auch vorher liefert. Ich bin gespannt.